Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Winterpause meiner Saison. Anfrage zu Lionel Messi. Messi steht nicht zum Verkauf. Das wäre jetzt mein Kracher gewesen. Spieler ist auskuriert. Wir müssen hier natürlich weiterhin nochmal mit Messi gucken, denn das 130 Millionen hätte ich. Der könnte 400.000 Euro verdienen bei mir. So, bestarten habe ich hier noch drin. Ich nehme ihn mal auf meiner... Oh, der ist auf meiner Wunschliste. Könnte ich beim nächsten Mal auch direkt dann über die Wunschliste gucken. Cookie. Mark Cookie. So, weiter geht's. Es gibt kein Spiel mehr. Wir gehen hier erst. Anfrage. Unabhängig. Aha. Bla, bla, bla. Man muss halt, wie sagt man... Wunschliste, was ist da noch so drauf? Ja. Oh, Thomas Müller. Kontaktversuche abgelehnt. Immer noch. Den hätte ich nicht gehen lassen dürfen. So, fragen wir nochmal Lionel Messi an. Oha, nächste Saison wäre er ablösefrei. Aber wir wollen hier... Ja, es wird keine neue Saison geben. Steht immer noch nicht zum Verkauf. Liebe Freunde vom FC Barca... Ja, warten wir erstmal ab, bis die Transferperiode überhaupt angefangen hat. Jugendspieler will weg, ganz egal. Es interessiert alles nicht mehr, denn, wie gesagt, wir gehen ja hier... wir sind in der letzten Saison. Die Rückrunde startet... Beziehungsweise jetzt müssen wir erstmal die Winterpause hinter uns kriegen und dann, ja, auch wenn Beautyman sich hier nochmal verbessert, Jugend forscht, Gentner 78, naja, Jugend forscht, ein wenig gescheitert, das Experiment. FIFA 17 habe ich mir noch nicht wirklich was ausgedacht, was ich machen werde, weil die ganzen Jugendspieler wollen jetzt weg, ich kümmere mich ja auch nicht mehr drum. So, jetzt hier geht's los mit der Transferperiode. Transferangebot für Jan Heise. Den behalte ich. Oh, aha. Der FC Bayern-Vorstand möchte noch einen neuen Spieler. Ja, das passt ja gut. Transfermarkt ist jetzt offen. So, Leroy Sané. Der möchte gern wechseln. Ja, wenn er ein Angebot bekommt, darf er gehen. Ups, Scout-Aufträge. Ich bin hier so verwirrt gerade. Wunschliste. Dann gehen wir nochmal Lionel Messi. Oha. Barcelona kontaktieren für Kauf. Ach so, oh. Nee, ich muss da hier so. Jetzt kann ich den ja so 1 Million, 200 Millionen. Ups, 500 Millionen habe ich nicht. Geben wir dem mal 120 Millionen. Mal gucken. Warum? Weil ich es kann. Ja, der einzige Grund, weil ich es kann. Es ist halt der beste, zweitbeste Spieler nach CR7. Und ich will ja halt nochmal das Triple holen. Da brauche ich halt so einen starken. Für Jan Heise, der wird bleiben. Mustafi wird den Verein verlassen. Himmelmann möchte über sein Gehalt sprechen. Ist mir auch völlig wurscht wie alles andere. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ja, also hier Jugend forscht. Oha, guckt euch Beautyman's Dribbling an. Das ist auch schon bei 95. Ja, Wahnsinn. Also die Jugendspieler und Dribbling ist schon enorm. So, kam jetzt was zu Messi. Da vielleicht. Transferangebot für Johannes Geis bleibt. Oh, Messi für Angebot. Oh, das ist der Wahnsinn. So, 400 kann ich ihm geben. Torprämie kriegt er nochmal. Rolle im Kader. Radar, essentieller Stammspieler. Angebot absenden. 400.000 für Messi. Das wird ja genau passen. Jugendspieler löst Vertrag auf. Ja, pff, ist mir völlig wurscht. Wir sind hier in den letzten Zügen. Oh. Er möchte nicht wechseln. Was? Will er 4 Jahre? Was will er denn, der Lionel Messi? Ja. So, mal gucken. Ja, das wird ja doch noch ein harter Transfer. Angebote für Geis und Heise. Nein, bleibt ablehnen. Zweiter Torwart bleibt auch. Ist zwar unglücklich. Mann, Nometer. Ja, aber nein, das geht nicht. So, dann machen wir hier nochmal, nochmal alles simulieren. Könnte man sich eigentlich auch schon sparen, diese Sache hier. Aber gut, Gillespie, oh, 64, wäre fast mein neuer Lieblingsspieler geworden, aber, ja. So, dann gucken wir mal, jetzt wollen wir hier noch den Marco Reus verpflichten, Angebot abgelehnt.
Er möchte ein Jahr, ne? Er möchte... Oh, so viel habe ich gar nicht. Da muss ich eben mal kurz an meiner eigenen Stellschraube drehen. Das kann man ja. Man kann ja hier unter Transfers Finanzen so ein bisschen das Budget verschieben. So, jetzt kann ich ihm sogar fast 500 bieten. Den... Ups. Den Lionel Messi. So, 400... 35, ein Jahr, essentieller Stammspieler. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt hier mit Messi zum FC Bayern. Letzte Saison, da kann man sowas doch gerne mal machen. Oh, Scouting-Update, Angebot abgelehnt. Schon wieder. Geben wir 450, also noch kann ich ein bisschen hochgehen. Mal gucken, wann der Messi dann ja sagt oder ob vorher die Transferperiode schon vorbei ist. Wäre natürlich schade, wenn es nicht klappt. Abgelehnt. Oh, das ist ja ein harter Verhandlungsdings hier. 470. Er will ja nur ein Jahr. Lass mir das mal offen. Ich bin weit drüber über das, was er will. So viel Geld wird er nie wieder verdienen. So, hier dann nochmal Jugendspieler. Alles simulieren. Ja, Transferphase ist eigentlich immer spannend. Aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der gerne und viel einkauft. Ich habe ja gerade in FIFA 16 sehr viel auf Jugend gesetzt. Natürlich habe ich Reus und Hummels geholt. Oder Geis und Max Meyer. Naja, ich hätte es gerne viel... Oh, das Spiel gegen RB. Abgelehnt. Mann, wieso lehnt der hier ab? Pff, 495.000, kann er jetzt noch ablehnen oder muss ich nochmal korrigieren? So, wir spielen am Wochenende schon gegen RB Leipzig. Hm, ist das ein wichtiges Spiel? Kann man das simulieren? Ihr habt ja gesagt, ich soll öfter mal simulieren. Gegen RB. So, Angebot abgelehnt. Mann! Warum? Wie? Wieso? Wo will ich hin? So, Finanzen dann nochmal ein wenig anpassen. Jetzt kann ich ihm wirklich die... Jetzt kann ich ihm wirklich das geben, was er hier will. Jan Heise, was die kommende Partie angeht. Latten wie Hagen. So, hier nochmal. So, jetzt geben wir ihm einfach die 500.000. Das geht nicht. Künftiger Stammspieler, essentieller Stammspieler. Keine Angabe, er hat ja davon nichts gesagt. Ich glaube, es geht hier wirklich nur um die Kohle. Messi will ordentlich Kohle. So, RB Leipzig, machen wir mal simulieren. Ihr habt es ja oft gefordert, nicht ganz so wichtige Spiele auch gerne mal zu simulieren. Ja, es ist ja nicht mehr viel Zeit, bis Dings kommt. FIFA 17. So, hoffentlich gewinne ich das Spiel dann auch in Leipzig. Wer spielt denn? Ja, Ronaldo müsste eigentlich treffen. Warum nicht? Ronaldo trifft immer. Ja, 1-0 Bayern durch, da ist er. CR7 in der 43. 1-0 durch Cristiano Ronaldo. So, jetzt gibt es hier ein paar Wechsel. Khedira kommt bei RB. Gelb für Mustafi, 456. Und das ist das 1-0 in RB. Also ein knappes Ergebnis, wie ich es wahrscheinlich auch gemacht hätte. So, dann machen wir nochmal Jugendforscht. Ja. Ich werde bei FIFA 17 natürlich auch 2-3 Jugendspieler haben, auf die ich mich konzentrieren werde. Aber wie gesagt, oh, Gentner, also Dribbling ist ja schon auch nicht schlecht bei dem. So, gehen wir nochmal und abgelehnt. Verdammt, was will denn der Messi hier, sag mal. So, ihr habt gesehen, ich habe es gerade auf 600.000. Abgelehnt zum Vertragsangebot.
600.000 für Lionel Messi. Abgelehnt! Warum? Es klappt hier einfach nicht, den Messi zu verpflichten. So, jetzt gibt's hier... Abgelehnt? Ich weiß nicht, was ich hier noch... Wie viel Geld soll er denn kriegen? So, das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg. Pressekonferenz abgelehnt. So, FC Bayern motivieren. Wir spielen gegen Wolfsburg. Das ist natürlich ein Topspiel. Also da muss ich dann ja wieder dabei sein. So, wir werden hier aber noch natürlich um Messi kämpfen. So, wir wollen hier jetzt noch mal gucken, dass wir so. Ja. Dass wir dann noch mal Torprämie 0 kriegt er, ach, scheiß drauf. Essentieller Stammspieler. Länge ein Jahr will er. Puh, guckt euch mal an, was der für Kohle kriegt. Ich weiß nicht, mehr geht ja nicht. Ich habe eigentlich schon zu viel ausgegeben. Gucken wir, ob wir das schaffen. Ist ja dann nur noch wenige Tage Zeit. Abgelehnt, Messi! Keine Ahnung, was ich dem noch versprechen soll hier. Wir sind ja hier weit über dem, was er haben will. Abgelehnt. Transferangebot für Himmelmann. Ablehnen. Ja, Himmelmann. Auch aus der eigenen Jugend. So, jetzt gehen wir hier nochmal. Jetzt gehen wir mal so richtig in die Vollen. Ah ne, waren wir schon. Ja, ich, Leute, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich kann hier den Messi nicht verpflichten. Torprämie will er ja nicht. Machen wir mal raus. Er ist moral nur zufrieden und will hier trotzdem nicht wechseln. Also so ein kleiner. Angebot abgelehnt. Transferangebot für Max Meyer. Leute. So, habe ich den Messi jetzt nochmal ein Angebot gemacht? Ich weiß es nicht. Es ist ja hier... Nochmal ein anderes Angebot raus. Ich kann ja nicht auch nicht viel höher gehen, natürlich, aber macht das noch einen Sinn? So. Pah. Klappt wahrscheinlich nicht, geht man nicht davon aus. So, das war die Winterpause. Nichts Spektakuläres. Messi haben wir nicht geschafft zu verpflichten. Tut mir leid. Beim nächsten Mal spielen wir gegen Wolfsburg. Topspiel. Ja, erst Zweiter gegen Fünfter, aber wir sind nur ein Punkt auseinander. Wir sehen uns. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.